Hallo und herzlich willkommen in unserem nächsten Video in der Videoserie, warum du trotz regelmäßigem Fitnesstraining nicht abnimmst. Vielen Leuten ist nicht bewusst, dass wenn sich die Körperfettzellen einmal entleert haben, also dass du, wenn du quasi Körperfett verbrennst und dieses Körperfett aus den Fettzellen rausgeht, dass die Körperfettzellen nicht verschwinden. Die lösen sich nicht auf, sondern die bleiben da. Das heißt, im Prinzip ist ein Fettverbrennungsprozess, also wenn der Körper Fett verbrannt hat und die Fettzellen entleert sind, eigentlich nichts weiter als ein leerer Energiespeicher. Der Energiespeicher ist aufgebraucht, die Fettzellen haben sich entleert. Und der Körper versucht jetzt eigentlich nichts anderes, als diese Energiespeicher wieder aufzufüllen. Das hat er einfach gelernt über die Evolution, über die Jahrhunderte, Jahrtausende, dass er versucht, diese Körperfettspeicher zu füllen, damit er einfach immer auch auf schlechtere Zeiten vorbereitet ist. Und für uns in der heutigen Zeit heißt das, dass wir das Abnehmen wirklich wie einen Vollzeitjob betrachten müssen. Und zwar einen Vollzeitjob, den wir an 7 Tagen in der Woche, und zwar 24 Stunden und an 365 Tagen im Jahr betreiben. Denn wenn du ein Körpergewicht verloren hast und wenn du Körperfett verbrannt hast und deine Zellen entleert sind, die verschwinden nicht. Der Körper versucht, sie wieder aufzufüllen, und das tut er. Das tut er immer dann, wenn du einfach wieder mehr Energie isst oder trinkst, als du in dem Moment verbrauchst. Und der Körper wandelt sie in Körperfett um und speichert sie und lagert sie wieder in den Fettzellen ein, und dann nimmt man wieder zu. Das passiert nicht immer sofort, das ist vollkommen klar. Aber das Zu- und Abnehmen ist ja auch ein schleichender Prozess. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach immer dranbleiben. Der Körper kann mit den Fettzellen noch was anderes machen. Der Fachbegriff heißt Hyperplasie. Das heißt, er kann die Fettzellen tatsächlich vermehren. Das heißt, wenn wir wirklich übergewichtig sind, dann heißt der Status wirklich schon Fettleibigkeit oder Adipositas oder auch Fettsucht. Also wenn man wirklich richtig übergewichtig ist, dann ist es so, dass die Fettzellen ja quasi permanent voll sind. Und der Körper hilft sich dann, indem er diese Fettzellen tatsächlich vermehren kann. Er bildet also neue Fettzellen, um weiterhin und mehr einlagern zu können. Das hat man aber wirklich erst ab einem deutlich erhöhten Body Mass Index. In der Regel passiert das, so habe ich es zumindest gelesen, ab Adipositas Grad 2. Wenn du da was anderes weißt oder gehört hast, kannst du mich gerne informieren oder kannst es in die Kommentare schreiben. Das heißt, das Fazit aus diesem Video ist, wir nehmen natürlich immer dann wieder zu, wenn wir mehr Energie aufnehmen, als wir essen. Und das passiert häufig, wenn Leute das Abnehmen im Prinzip von der Sichtweise her nur auf das Training oder auf die Trainingstage beschränken. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und sagst, an den Tagen, wo ich Sport mache, 2-mal, 3-mal, 4-mal, wie auch immer in der Woche, da ernähre ich mich gut und da achte ich auf meine Kalorienbilanz, aber an den anderen Tagen gucke ich dann nicht so drauf, dann wirst du damit im Prinzip nicht erfolgreich sein. Du wirst unterm Strich eigentlich eine ausgeglichene Kalorienbilanz haben. Das passiert sehr häufig. Ich habe darüber schon mal gesprochen in dem Video mit dem Titel Falsche Belohnung. Ich verlinke dir das hier oben nochmal. Falls du es nicht gesehen hast, kannst du nochmal dort reingucken. Aber auch die Leute, die wirklich regelmäßig trainieren und an Trainingstagen auch auf ihre Ernährung achten und ein Kaloriendefizit erzeugen, die schießen sich teilweise wieder komplett in eine ausgeglichene Kalorienbilanz oder sogar in eine überkalorische Bilanz, wenn sie an 2-3 Tagen in der Woche einfach nicht drauf achten, was sie essen. Ich habe heute mal scherzeshalber nachgeguckt, was so eine, ich glaube, es heißt Bestseller-Menü. Also wenn man ins Kino geht, da gibt es ja so bestimmte Angebote in Kombination. Also man kann dort einen Softdrink mit Popcorn oder mit Nachos oder sowas zusammen kaufen. Man kommt mit so einem mittleren Bestseller-Menü ziemlich schnell auf über 600 oder sogar über 800 Kalorien. Also das ist wirklich eine richtig gewaltige Menge. Und wenn du jetzt ein Kaloriendefizit von 200 Kalorien am Tag einhältst, mit dem du abnehmen möchtest, da siehst du schon, dass du im Prinzip 4 Tage eigentlich zunichte gemacht hast, wenn du so ein Softdrink und so eine Popcornbox bei einem Kinobesuch isst. Das geht einfach ziemlich schnell. Deswegen an 7 Tagen in der Woche und 24 Stunden lang ist das Thema, dass man einfach sein Ernährungs- und Bewegungsverhalten betrachten muss, wenn man wirklich langfristig Körperfett verbrennen möchte. Das heißt nicht, dass du dir nichts mehr gönnen darfst. Und das heißt auch nicht, dass du nicht mehr essen darfst, was du gerne möchtest oder was dir schmeckt. Aber
Ja, wie soll ich sagen? Es geht einfach nicht beides. Wenn man wirklich erfolgreich abnehmen möchte, dann muss man sich langfristig und kontinuierlich und jeden Tag darum kümmern. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein Puzzleteil beitragen. Schreib gerne deine Fragen in die Kommentare. Danke, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.